Willkommen zurück bei den Pascom-Brüdern. Wir fahren fort mit unserem Mikro-Tick-Tutorial und heute kommt's, wir werden einen IPsec-Tunnel aufbauen. Ja. Lang erwartet, viel gefragt. Ja. Im letzten Tutorial hatten wir einen Testaufbau gemacht. Genau. Es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr jetzt gleich in dieses Video einsteigt, erst den Testaufbau anschaut, damit ihr die Zusammenhänge versteht, sonst wird es ein bisschen verwirrend, kann man sagen. Ja, ist und wichtig, weil sonst weiß man die IPs jetzt nicht, von denen wir ausgehen und wie das Ganze zusammengesteckt ist, sollte man denn schon wissen. Ja, sollte man schon gelernt haben. Wir gehen gleich rein in die Konfiguration und schauen uns an, was wir hier alles jetzt machen muss. Also nochmal ganz kurz, wir haben jetzt hier die zwei Standorte, hier den Standort A und den Standort B mit den zwei verschiedenen Subnetzen und dem Internet dazwischen. Und wir wollen die jetzt mit IPsec über das Internet verbinden. Ich beginne jetzt mal am Standort A mit der Konfiguration und gehe hier in das Menü IP, IPsec. Da finde ich eigentlich alles, was ich dazu brauche, um diesen IPsec-Tunnel zu konfigurieren. Was mache ich als erstes? Ein Remote Peer. Hier unter Peers. Das ist die sogenannte Phase 1. IPsec besteht ja aus zwei Phasen. Das ist erst einmal der Handshake über die Peers. Das heißt, die machen sich über einen Pre-Shared Key zum Beispiel aus, so wie wir das jetzt einrichten. Peers ist meine externe IP-Adresse im Internet. Das sind einfach zwei Partner, die grundsätzlich mal Tunnel aufbauen können. Und die machen den ersten Handshake und sagen, okay, wir kommunizieren miteinander und wir sind grundsätzlich bereit, weitere Schlüssel auszutauschen und Tunnel aufzubauen. Also diese beiden IP-Adressen müssen sich direkt sehen im Internet. Genau, also das bei IPsec muss man immer IP-IP sehen. Das kann oft mal ein Problem sein, wenn man zum Beispiel NATed oder irgendwo dahinter ist. Da kann man das dann mit anderen Technologien noch kombinieren, wie zum Beispiel mit L2TB. Machen wir später. Aber das kann man immer noch machen. Wir gehen jetzt einfach davon aus, zwei statische IPs im Internet und die machen miteinander IPsec. Das ist jetzt unser... Also nochmal zum Verständnis, beide Peers machen das miteinander und dann kann natürlich die PCs dahinter miteinander kommunizieren, aber die initiale Aufbau des IPsec-Tunnels müssen zwei fixe IPs machen. Verbindungs-Handshake und dann in der Phase 2 definiere ich sogenannte Policies, die dann sagen, jetzt wenn das von diesem Subnetz kommt, dann krypte mir das und schickt mir das zu diesem Peer. Und vielleicht noch wichtig, bin ich mir nicht sicher, wenn wir quasi das jetzt so machen, gehen wir davon aus, dass diese beiden IPs im Internet fixe IP-Adressen sind. Ja. Jetzt für unseren ersten Fall. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, die können wir uns dann anschauen, mit dynamischen Sachen, die dann generiert werden und so weiter. Sollte ich aber mit auch so haben. Verbindungsaufbau in zwei verschiedene Richtungen. Es ist so, jetzt in diesem Fall ist der stabilste Weg, versuchen beide Peers sich miteinander zu verbinden. Das ist auch bei Standardvernetzungen, sollte man sinnvoll mit dynamischen IPs die paar Euro ausgeben für eine statische. Man könnte jetzt zum Beispiel einen Standard haben mit der dynamischen, einen mit der festen und immer sagen, immer der dynamische macht den Verbindungsaufbau und generiert dann die Konfiguration gerade zu seiner IP. Sowas funktioniert. Ist jetzt aber nicht das stabilste der Welt. Also wenn man tatsächlich mit dynamischen IPs arbeitet, sollte man fast auf L2TP zurückgreifen. Das schauen wir uns später nochmal an in späteren Tutorials. Genau. Jetzt fangen wir einfach mal mit dem simpelsten Weg an und den haben wir jetzt, glaube ich, hinreichend so erklärt. Genau, dazu mache ich jetzt hier mal ein neues Peer. Wer ist mein Peer? Natürlich nicht ich selber, sondern der andere. Das war die 8127 16312 in unserem Fall. Wir wollen das mit einem Pre-Shared Key machen, das heißt, wir definieren jeweils einen Key, den generiere ich mir am besten irgendwo auf einer Passwortseite oder sowas, dass der schön kryptisch und lang ist, so 30, 35 Zeichen lang. Ich gebe jetzt mal hier was ganz was Geheimes, 1 und 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sollte bitte keine Produktivumgebung machen. Ja. Ich kann hier auch nochmal nebenbei erwähnen, das mir auch anzeigen lassen, der Einfachheit halb in der Winbox. Dann, was muss ich noch einstellen? Ich hätte gern AES 256, um ein bisschen mehr Schlüssellänge zu haben. Zu diesen Algorithmen, ich würde immer AES empfehlen. Das ist eigentlich das, wo momentan die CPUs alle am besten dafür ausgelegt sind. Ich kann zwar auch das etwas ältere Triple Test verwenden, allerdings habe ich dann wesentlich mehr CPU-Load auf meinem Gerät. Also ich würde immer AES Encryption empfehlen. SA1 ist auch okay für den Hash-Algorithmus, wird diesen Key übertragen und verschlüsselt und bin dann eigentlich jetzt hier mit meiner Peer-Konfiguration schon fertig. So. Ähnliches mache ich auf der zweiten Seite. Ich gehe unter IP-IPsec rein, mache mir hier ein neues Peer und sage diesmal 8127-163-1. Dann gebe ich meinen streng geheimen Key dasselbe, ein. Also
den tauschen die ein wirklich aus? Key, ja, genau. Also ich muss immer die beiden Peers mit demselben Key ausstatten, damit sie die, der Handshake quasi, die Authentifizierung, dass er das wirklich ist, erfolgt über diesen Pre-Shared Key. Mhm. Da haben wir schon ein bisschen neuere Router-OS-Version, wie wir hier sehen. Mhm. Da kann man das anhaken. Nein. Ich hätte da gern AES256. Ja, hier haben wir, glaube ich, 620. Wenn wir nochmal zurückblättern, hier haben wir 615. Also hier sehen wir, dass der schon länger im Einsatz ist in unseren Videos und der ist neu dazugekommen. Brand neu. Okay. So. Wenn wir da jetzt mit OK bestätigen, sollten wir hier unter dem Root-Peers was sehen. Hier werden alles, das ist eine dynamische Liste, das ist wichtig, das ist nicht ein statischer Eintrag, sondern es ist eine dynamische Liste von Peers, die er die Verbindung eröffnet hat oder versucht zu eröffnen. Ich sehe jetzt hier Local-Adresse D2, Remote-Adresse D1, das heißt, er will zur 1 verbinden. Er ist der Initiator, das heißt, er hat das versucht aufzubauen. Und was ganz erfreulich ist, es hat funktioniert, es ist established. Also das sagt mir schon, ich bin gut, Phase 1 Phase steht. 1 gut, heißt es quasi. Wenn hier unten keine Zeit läuft, dann habe ich mir wahrscheinlich einen Pre-Shared Key vertippt oder der eine kann den anderen nicht erreichen oder eine Firewall verhindert irgendwas oder sowas. Ja. Jetzt, wenn ich nochmal rüberwechsle in den anderen, dann sollte ich hier auch das Remote-Peer sehen. Der ist jetzt in dem Fall Responder, weil der eine das schneller aufgebaut hat. Das ist aber Zufall. Das kann jetzt morgen anders sein, wenn die wieder ansetzen. Ist mir auch völlig egal. Beide versuchen das. Es ist genauso lang established. Und hier ist natürlich meine Local IP die 1 und die Remote IP die 2. Logisch. Das ist einmal das Grundsätzliche, dass ich diese Phase 1 hinbekomme. Erst dann bin ich überhaupt jetzt imstande, irgendwelchen Traffic da durchzutunneln. Und das definiere ich dann in der Phase 2 in den sogenannten Policies, wo ich dann genau sage, das und das Subnetz oder sogar der und der Rechner kann ich auch definieren. Wenn der in ein anderes bestimmtes Subnetz oder auf einen anderen bestimmten Rechner möchte, dann wird es durch diesen IPsec-Tunnel geschleust. Dann verstecke ich es durch den Tunnel. Genau. Quasi. Was auch noch bei so einem Tunnel wichtig ist, der bearbeitet da nicht die Routing-Tabelle. Wenn wir jetzt eine Policy definieren und ich sage, alles, was 192.168.0 jetzt in diesem Fall ist, soll durch den Tunnel gehen. Weil ich habe hier das 100er Subnetz und will nach 0 als Tunnel den anderen Standort. Zum anderen Standort. Dann greift er das sofort ab. Da brauche ich keine Route irgendwo hin, sondern bereits der IPsec-Tunnel. Der sitzt im IP-Stack. Genau, die Policies greifen vor dem Routing-Table. Das heißt, wenn hier was reinkommt, was einer Policy entspricht, dann verschwindet es sozusagen im IPsec-Tunnel und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Okay, das ist ja ganz wichtig, weil man schaut am Anfang, wenn man am Beginn mit IPsec aus eigener Erfahrung ganz oft im Routing-Table nach und sagt, wo sind meine Pakete? Vor allem, wenn man aus einer Welt kommt, wo VPNs eigene Devices haben. Wir haben hier kein Device. Das ist einfach nur eine Technologie, die da drauf liegt und viele VPNs wie OpenVPN generieren ein Device und dann die route ich in das Device und dann kommt es auf der anderen Seite raus. Das haben wir hier nicht. Hier wird mit Policies gearbeitet und das Policy ist vorm Routing. Okay. Da legen wir uns jetzt mal eine an. Gehen hier auf Policies und Plus. Jetzt sind wir hier am 100er Standort. Das heißt, meine Source ist die 192.168.100.0/24. Also mein das ganze lokales Netz, Vorsicht. Das ganze 24. Netz möchte ich routen. Und die Destination IP ist die 192.168.0.0/24, also mein Subnetz am anderen Standort. Also ist das eine klassische Side-to-Side-Koppelung, wo zwei Subnetze miteinander sprechen dürfen. Was möchte ich machen? Ich möchte krypten. Ich require das Encrypten. Es kann auch Sinn machen, wenn ich zum Beispiel bestimmte Sachen ausnehme, weil ich habe jetzt ein ganzes Subnetz definiert. Kann aber sagen, wenn die und die IP möchten, dann krypte nicht. Dann habe ich den Vorteil eines Tunnels. Aber der Tunnel ist quasi unverschlüsselt an der Stelle. Oder nein, wie ist das? Es läuft komplett außen vorbei. Außen vorbei dann. Außen vorbei. Das heißt, er saugt es dann quasi. Typischer Anwendungsfall ist, ich sage, ich habe ein großes RZ und sage, da habe ich 10.0.0.0/8 zum Beispiel. Ich habe aber lokal eine 10er IP, die unter 10.0.0.0/8 zutrifft. Ich möchte natürlich aber nicht, dass mein lokaler Standort hier in den IPsec-Tunnel verschwindet. Weil wenn ich das so konfiguriere und sage, mein Standort nach 10.0.0.8 dann, und ich habe ein zweites 10er Netz bei mir lokal, dann wird alles in dem Tunnel verschwinden. Dann kann ich zum Beispiel sagen, mein lokales Netz zu meinem anderen lokalen Netz
nichts encrypten. Mhm. Okay. Dann läuft es außen vor, okay. durch, geht die Routing-Tabelle durch und geht dann ganz normal. Das heißt quasi nicht tunneln. Genau, nicht, nicht tunneln, nicht in diese, es matcht keine IPsec-Policy und einfach weiterleiten okay. in normalen Routing-Prozess. Guter Tipp, aber brauchen wir wahrscheinlich eher dann in größeren Umgebungen. In unserem Fall jetzt haben wir es genau definiert oder können es genau definieren, ist immer schön, wenn man das kann. Mhm. Jetzt muss ich nur einstellen, über welche Peers das abgearbeitet werden soll. Hier ist meine Source-Adresse die 81.27.163.1 und mein Remote-Peer die 81.27.163.2. Mhm. Proposal Default, da gehen wir jetzt gleich noch drauf ein, da müssen wir noch was konfigurieren. Mhm. Priority 0, ich kann auch hier verschiedene Regeln in verschiedener Priority machen und die höchste dann, die matcht dann dementsprechend. Das muss ich jetzt hier nochmal machen mit Source und mit den zwei Peer-Adressen, weil ich könnte auch viele Peers haben. Man könnte viele Peers haben, wenn man sagen, welche das machen soll. Genau. Mhm. Ja, das Wichtigste habe ich noch vergessen. Ich muss ja sagen, ich habe einen Tunnel, weil ich eine Netz-zu-Netz-Kopplung habe. Ja. Ich könnte auch nur 2/32 IPs miteinander kommunizieren lassen, die krypten. Dann bräuchte ich die Tunnelfunktion nicht. Mhm. Tunnelfunktion bedeutet, ich kann ganze Subnetze koppeln. Mhm. Die muss ich natürlich einschalten. Jetzt hier muss ich noch was definieren, meine Verschlüsselung in diesem oder für diesen Tunnel. Da ist hier auch standardmäßig jetzt angehakt, zum Beispiel AES 128. Ich sage aber, ich hätte es viel lieber AES 256 aufgrund dieser besseren Schlüssellänge. Jetzt werden, werden alle Tunnel in diesem Default mit dieser Verschlüsselung verwendet. Mhm. Ich kann mir hier natürlich auch verschiedene Verschlüsselungsarten anlegen, weil möglicherweise mein Peer eine bestimmte Verschlüsselung gar nicht unterstützt. Das muss ja nicht immer Microtik zu Microtik sein, sondern es kann ja sein, dass jemand sagt, bau bitte einen Tunnel zu mir hierher auf. Mhm. Meine Credentials in Phase 1 sind blau, meine Credentials in Phase 2 sind blue. Und dann muss ich mich darauf anpassen. So, jetzt mache ich es hier genau umgekehrt. Das heißt, meine Source ist hier das 0.0er und das 100.0er ist meine Destination. Mhm. Die Tunnelenden sind bei mir jetzt natürlich auch umgekehrt. Verdreht wieder. 81.27.163.2. Da kann man schön Fehler machen überall. Genau, 81.27.163.1. Und dann muss ich natürlich hier noch einstellen, dass ich hier auch AES 256 dieselben Credentials. Genau. So. Dann können wir mal hier ein bisschen schauen. Und jetzt versuchen wir doch einfach mal, halt, das war der falsche Knopf. Ich habe hier irgendwo ein Terminal. Genau, hier bin ich im Nullernetz. Die 100.10 müsste ein Peer in der anderen, im anderen Subnetz sein. Jetzt pinge ich hier. Und man sieht schon, dass der IPsec-Tunnel braucht sozusagen ein bisschen eine Anregung. Mhm. Also wenn kein Traffic da fließt in die Richtung, wird dann auch nicht versuchen aufzubauen. Mhm. Hier sehen wir jetzt die Phase 2, die ist aufgebaut worden. Hier sehen wir auch schon Bytes, die da durchgegangen sind. Das heißt, die hat er hier dazwischen aufgebaut und die Phase 2 ist jetzt established in beide Richtungen. Das heißt, es müsste hier schon, nach dem zweiten Paket war es dann soweit, hat es aufgebaut. Und wenn ich jetzt hier ping und da schaue, geht mein Zähler hoch. Das heißt, hier landen die Pakete in meiner IPsec-Policy. Genauso, wenn ich das jetzt hier anschaue, muss das auch installiert sein und ich sehe auch hier die Pakete, die hier durchkommen. Und damit habe ich jetzt einfach eine Side-to-Side-Kopplung erledigt. Okay, es können alle von A nach B. Was wichtig ist, nicht gleich in Panik verfallen, wenn der erste Ping nicht geht. Und sagen, oh Gott, alles ist falsch, sondern warten und dann wird es established und erst dann sehe ich das nach dieser Anregung. Ja. Also ganz, ganz wichtig. Er macht keine Phase 2, wenn die IPsec-Policy niemals matcht, also wenn kein Traffic kommt, der hier zutrifft, dann macht er diese Phase 2 gar nicht. Das heißt, ich muss erst einmal den anregen, mach doch mal die Verbindung und dann macht er erst den Handshake und dann ist es wieder da. Aber in der Regel habe ich zwei Netze und wenn die miteinander gekoppelt sind, ist immer irgendein Traffic zwischen den Standorten. Ja, das heißt, ich mache einmal sollte der Router rebooten, dann kriegt er sofort immer Traffic und es macht zack und es ist wieder da. Also ich habe eine kleine Aufbauverzögerung, das allererste Mal. Ansonsten bleibt es jetzt stehen. Bleibt stehen. Bis ich die abstecke. Genau, der wechselt immer turnusmäßig den Schlüssel, allerdings macht er das auch von selber. Das heißt, die Verbindung bleibt offen, aber der Schlüssel wird immer wieder ausgetauscht. Also wenn ich den erst niffe, dann bringt er mir nur eine kurze Zeit was, weil er dann wieder weg ist. Genau. Gut. Super funktioniert, auf Anni, wie wenn wir es schon mal gemacht hätten. Ja, haben wir schon mal irgendwo geübt. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dahin. Bis dahin. Infos über unsere VoIP-Telefonanlage MobiDick und das Passcom-Systemhaus findet ihr unter passcom.net.
Mehr von den Brüdern gibt's jeden Freitag neu auf pascombrothers.net.